wo stehen wir denn jetzt erstmal hier? Wir sind hier bei der Schwarzlicht-Bowlingbahn im Rastiland in der Dinohalle 2, die seit ungefähr anderthalb Jahren, etwas über anderthalb Jahren jetzt in Betrieb ist. Und ich muss da auch die Reparaturen machen und Wartungsarbeiten. Was musst du denn hier alles so veranstalten? Ja, einmal Reinigungsarbeiten hinter den hinter der Wand da hinten, wo die Kegel sind. Da sind ja dann gewisse Motoren und Maschinen, der Aufzug für die Kugeln zum Beispiel. Ja. Und aber auch die Pins, also die Kegel selber, die sind manchmal ein bisschen putzbedürftig, weil sie dreckig werden. Oder aber auch die Tönen, die oben, wo die Seile reingehen, wenn die mal kaputt brechen, weil nach so und so vielen Würfen, dann brechen die mal. Und dann verheddern sich die Seile immer so, dass die Maschine es nicht schafft, alleine sich zu entwirren. Und dann müssen wir einschreiten und das dann auch gegebenenfalls reparieren. Oder auch Bremsen von den Pins, sage ich mal, dann steht da Pinbrake. Und dann ist entweder eine Spule kaputt, ein elektrisches Bauteil, was die Seile festhält, dass die dann oben bleiben. Und wenn das nicht mehr in Ordnung ist, dann kommt immer ein Kegel runter, obwohl er auch gar nicht runterkommen dürfte. Aber es kann auch so eine kleine Mini-Feder kaputt sein. Und das ist dann schon eine Herausforderung, da das auszubauen aus dieser Maschine und das zu wechseln. Wie wartungsintensiv ist denn so eine Mini-Bowlingbahn? Also nicht wirklich viel, sage ich mal. Einmal die Woche mache ich eine Kontrolle und tue auch die Seilstraffung kontrollieren. Sonst habe ich jetzt größere Wartungsarbeiten noch nie dran gehabt. Außer damals, wo der Kollege noch da war, da haben wir mal einen Motor, weil der so ein bisschen geölt hat, von dem Aufzug, von dem Kugelaufzug, der hat ein bisschen geölt. Den haben wir dann gewechselt und neu eingedichtet. Aber also es läuft eigentlich fast störungsfrei. Wir können ja gerne mal gucken, mal ein bisschen aufmachen hier, Licht ein bisschen einschalten. Da geht es leider nicht. Ne? Und so sehen diese Kegel, die Bowlingmaschinen aus. Ne? Auch alles über Computer überwacht. Und hier sind dann die Wartungsklappen. Da sieht man dann schon, wo wir öfters dran arbeiten müssen, wenn das kaputt ist. Sie leuchten hier noch. Also viel Feinmechanik. Ja, die Winden sind da hinten, ist ja, das richtig? Genau, das ist auch so ein Schlitten, der immer wieder hin und her fährt, um dann die Seile wieder zu glatt zu ziehen. Das ist immer wieder hinhaut, ne? Ja. Wow. Also vor allem, wie weit es noch nach hinten geht. Ja, wenn man da mal so guckt, hier, das, ne, das ist schon. Vor kurzem hatte ich zum Beispiel das Problem, dass die Kugeln, da sagt man mir, die Kugeln, die hier von der Maschine wieder zurückgefördert werden, zurückrollen, nach da, wo man die dann aufnimmt und wieder loswirft, dass die hier in den Tunnel rein sind, dann wieder zurückgerollt. Da habe ich das dann ausprobiert, da ist dann eine Schiene von diesen Laufschienen, da oben so ein bisschen hier drin im Tunnel ein wenig hoch gewesen, warum auch immer, da habe ich dann mit dem Hammer wieder richtig runtergeklopft und dann ist das nicht mehr passiert. Dadurch wurden die Kugeln gestoppt und sind dann wieder zurückgekommen. Dann hat der Schwung nicht mehr gereicht. Ja. Muss man aber auch erstmal finden, woran es liegt. Das könnte ja auch irgendwo, dass die Kinder da was reingefummelt haben oder haben so eine Kugel schon. Man weiß immer nicht ganz genau, wenn man Infos kriegt, was hier ist. Man muss es selber ausprobieren. Ja. Oder auch schon mal so ein Kugelaufzug, das ist wie so ein kleiner Elevator, der die Kugeln hochzieht und dann laufen die runter. Auch schon mal verklemmt gewesen, weil die Kinder aus dem kleinen Kinderbällebad hier mit in den Bällen rumgeschmissen haben. Der hat das da reingezogen, hat sich da voll zwischen diese Kette verklemmt. Und das war natürlich, da habe ich dann mit der Zange richtig ziehen müssen, dass ich das da wieder rauskriege. Also das ist passiert alles Mögliche hier, also, womit man nicht rechnet. Also immer wieder auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Ja, auf jeden Fall. Ja.